Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video, natürlich vom Kupfersee. Und heute geht es dann mal nicht auf die Keus, sondern auf diese Dinkelsbühler Viecher. Ja. Und die gehen auf Tutti Frutti auf der ganz anderen Seite, gucken wir uns jetzt natürlich auch an. Ich bin gerade einmal zur Wollshow gereist und habe andere Köder geholt. Damit klappt es auf jeden Fall schon deutlich besser. Da haben wir hier so einen Super Freak, die beißen auch. Auch sehr schön, 9 Kilo. Also wieder schnell rein damit. Dann gucken wir mal, wo wir hier so stehen. Und mit welchen Köder ich hier angeln. Also es gibt ja, also wir angeln hier mit Tutti Frutti. Wenn wir jetzt mal gucken, ich hatte erst mit diesen gelben Dingern hier rumprobiert, war ich jetzt nicht so prall. Dann habe ich mir die Rekorde nochmal angeguckt und diese Dinkelsbühler und andere Geschichten, die werden auch mit Tutti Frutti gefangen, aber eben ja von Craftbaits, ja, also 18er, ist egal, auch mit Tutti Frutti rot drauf. Ja, ich habe jetzt gelb, da können wir gleich mal eine machen. Also auf jeden Fall mit der Geschichte machen wir mal rot irgendwo drauf. Wir gucken jetzt mal hier, linke Route ist der 14er Pop-Up drauf mit Gelb. Ne? Üblicher Dip, ich nehme immer den. Dann habe ich mir jetzt einfach noch ein PVA gezimmert hier mit Leinsamen mal anstatt Maismehl. Und dann zweimal Feed Pellets. Und ja, sind ja zwei verschiedene Firmen, seht ihr schon. Auf jeden Fall alles mit Tutti Frutti Gedönse. Ja. Und hier habe ich einfach mal einen 18er drauf gemacht. Den können wir jetzt aber mal rausholen und mit Rot gleich bestücken. Und hier habe ich quasi dasselbe drauf. 14er mit Gelb. Ja, 14er Pop-Up-Boilie. Ja, wir stehen hier quasi hier unten, ne, bei E8. Und 15 Meter reicht für da reinzukommen. Ja, 15 Meter Clip. Bei 50, 36, da haben wir einen Biss. Gucken wir mal, warten mal, bis der abzieht. So, dürfte jetzt passieren. So, gucken wir mal, könnte wieder so ein Super Freak sein, ja, sieht so aus. Ja, das ist sehr schön. Jetzt gucken wir jetzt gleich auch mal im Kescher rein. Wir nehmen aber mal eben die 18er noch raus, machen da mal ein rotes Maiskorn drauf. Das war ja die mittlere hier. Ja, merkt schon einen Unterschied zwischen 14 und 18er. Also die Frequenz bei 18 ist so gut wie gar nichts. Aber egal, wir lassen einen 18er auf jeden Fall dran. Wir wollen auch größere Fische kriegen. So. Also, eben hatte ich hier auf der anderen Seite rumprobiert. Und dann müssen wir mal gucken. Dann bin ich nach hier gekommen. Da, genau, hier war Ende. Dann hatte ich hier angefangen mit den gelben Tutti Frutti Pop-Ups. Und das war bis hier. Und jetzt habe ich ja in der Wall schon neue geholt, die Craftbait Pop-Ups. Und dann ging sofort der rein. Und ein Dinkelsbühler Lederkarpfen, der ist im Übrigen sehr selten. Da tut die Foti 14. Hat direkt mal 60.000 XP gebracht. Und ja, und jetzt drei Super Freaks. Also das lässt schon hoffen. Ja, hauen wir uns wieder in das Stühlchen rein. Und gucken mal, was danach kommt heute Nacht. Auf jeden Fall mal was anderes als die Kois. Im Moment sind drei Spots aktiv, den ich gestern gezeigt habe. Und hier auf dem Steg, ja, mit Banane, 10 Meter nur, da geht es auch lustig los. Ja, und halt hier unten jetzt sind halt drei aktive Spots zurzeit. Ja, und ich melde mich einfach gleich nochmal. Gucken wir mal, was die so an Knete bringen und an Kohle bringen. Also bis später. So, ich wollte mich nochmal zurückmelden. Hier haben wir jetzt was Besseres drauf. Nachts ist ja irgendwie so, weiß ich nicht. So mitten in der Nacht beißt ja nicht so viel, ne? Aber jetzt geht's. Und dann mittags rum ist sowieso auch Kacke. Was haben wir denn da hinten jetzt? Das ist irgend so ein Dinkelsbühl. Eine Aue Bühl. Dürfte aber der Beste sein für mich. Gucken wir mal. War auf dem 14er. Ein Biss kam auf dem 18er. Oh, der sieht ja schon ganz gut aus. Bleibst du mal hier, danke. Ja,
Dürfte für mich auf jeden Fall der größte sein. Jo, Digga. 17 Kilo, okay. Nehmen wir mal den hier. Ja, merklich lässt es auch nach einer Stunde nach, so ein Spot, ne, muss man auch klar sagen. Wir gucken mal eben. Hier hat man angefangen, 1 Stunde 13 ab hier. Ja, man muss sagen, die Freaks kamen noch gut rein. Ja, jetzt der 17er, auch okay. Ja, da war die Nacht, dann ist dann eher mau. Ja, ich werde trotzdem noch ein bisschen weiter angeln, so den Abend abwarten, gucken, was da noch kommt. Dann sehen wir, gehen wir mal zum Fischmarkt, gucken wir mal, was die so wert sind. Interessiert mich jetzt auch mal. Nur ein kleines Zwischenfazit, also bis später. So, dann kommen wir mal zum Ende des Videos. Wir gucken noch mal. Wir hatten von hier angefangen an der Stelle. Genau. Und man muss sagen, ist wie am Bärensee ähnlich. Ne? Nach einer Stunde lassen die Spots wirklich sehr stark nach. Ich hatte jetzt hier die letzten Fische einfach mal PVA abgemacht. Man sieht das hier, 25 Minuten, 12 Minuten, dann sind die drei noch reingekommen. Aber merklich lässt das schon nach, muss man echt sagen. Deswegen wechseln wir den Spot dann, oder ich wechsle ihn jetzt, gehe dann hinten an die andere Stelle mit Banane weiter angeln. Wir gucken mal von hier bis hier. Ne, waren aber jetzt trotzdem 450 Silber, 1,39, 1 Stunde 39. Tja. Ist halt kein High-Level-Gewässer. Ne? Wir gucken aber mal nochmal nach Preis. Ja. Oh, hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Hier ist der Lederkarpfen. Ah, seht schon, mit 6 Kilo 42 Silber, der sehr seltene. Genau, das wollte ich nämlich gerade mal gucken. Selbst hier der Olle. Weiß ich, 2 Kilo, 27 Silber. Aber die Freaks bringen auch ihr Silber. Und die auf jeden Fall auch, die Dinkelsbühler. Ja, in diesem Sinne, ich gehe dann jetzt hier an dem Steg auf Bananenchen angeln. Petri, danke fürs Einschalten. Also für eine Stunde ist der Spot ja okay. Danach würde ich auf jeden Fall wechseln. Petri, danke. Wir hören uns und sehen uns. Macht's gut und tschüss.